Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Im letzten Video habe ich euch ja schon verraten, dass ich derzeit in Dresden bin. Und ja, mein Mann ist inzwischen auch angekommen, den seht ihr hier. Der ist da noch arg am Arbeiten. Eigentlich sind wir schon seit einer Weile unterwegs und doch noch hier in unserer Ferienwohnung. Ja, was machen wir hier eigentlich in Dresden? Also ich nehme euch zum einen mit nachher nach Dresden. Also wir haben jetzt vorgesehen, uns gleich ins Auto zu hocken und heute uns mal einen kleinen Auszeittag zu gönnen. Wir haben heute Nacht bis ja, 1:30, 2 ungefähr hier noch gearbeitet. Und deshalb haben wir uns jetzt heute mal verdient, hier eine kleine Auszeit zu nehmen. Es ist jetzt, weiß gar nicht, 11 Uhr glaube ich schon. So langsam knurrt mein Magen auch. Ich kriege Hunger. Habe auch eben schon mal geguckt, was es in Dresden alles an leckeren, veganen Lokalitäten gibt. Da wollen wir jetzt mal erst hin und uns stärken. Und ja, ich hatte am Samstag ein ganz, ganz wunderbares Tages-Online-Seminar. Also das ganze Tagesseminar hat online stattgefunden mit Rudi Alexander Daniel. Einige von euch werden ihn kennen. Rudi Alexander Daniel hat viele Jahre auch in Saarbrücken gelebt und gewohnt und wohnt jetzt hier eben in der Nähe von Dresden, recht außerhalb, in einer wunderschönen Umgebung hier im Übrigen auch. Und er ist Heiler und Buchautor und dieses Tages-Online-Seminar am Samstag, da ging es um das Thema negative, nicht förderliche Glaubenssätze auflösen. Also zunächst mal der Vormittag, da ging es darum, diese Glaubenssätze überhaupt mal zu erkennen, dass sie in uns verborgen sind. Also wir sind da auch nicht nur ins Unterbewusstsein, sondern wir sind noch eine Etage tiefer gegangen, ins Unbewusste. Und am Nachmittag haben wir dann diese Glaubenssätze, die Rudi auch gerne als gordischen Knoten bezeichnet, also die richtig fest verankert sind, aufgelöst. Und zwar nicht nur mental, sondern auch noch eine Etage tiefer auf der energetischen Ebene, dass man wirklich gespürt hat, da hat sich was getan, man ist jetzt in seine wahre Kraft und Stärke gekommen. Ich werde auch noch ein Video mit Rudi zusammen machen, dass er dann noch ein bisschen mehr Informationen bekommt, wenn euch das Thema beschäftigt und betrifft. Ja, und es ist so gut angekommen bei den Teilnehmerinnen. Die haben zum großen Teil, wir waren 43 insgesamt, die haben zum großen Teil gefragt, gibt es eine Wiederholung, findet das nochmal statt? Und ja, einige haben geschrieben, wir buchen blind. Das hat uns so inspiriert, dass wir dieses Tages-Online-Seminar jetzt neu aufgenommen haben die letzten Tage. Also wir sind immer noch dabei, deshalb hockt mein Mann auch noch am Computer, der macht so die Entree-Musik noch für die einzelnen Videosequenzen, dass das auch noch ein bisschen anderen Rahmen hat. Und da wird es bald einen ganz, ganz genialen Online-Kurs eben auch geben. Das war alles irgendwie hier in Dresden ein bisschen anders geplant, aber da das ein so mega Riesenerfolg am Samstag war, dieses Tages-Online-Seminar, haben wir dann kurzfristig hier umgeplant. Und ja, jetzt gibt es diesen Kurs dann bald am Markt. Seid gespannt. Okay, ja, dann würde ich sagen, ich überrede meinen Mann mal dazu, jetzt am Computer aufzuhören zu arbeiten und dass wir uns ins Auto hocken und mal nach Dresden fahren und wir nehmen euch mit. Schatz, wie schaut's aus? Frühstück? Wie wär's mal mit Frühstück jetzt so gegen 11 Uhr in einer Fahrt nach Dresden? Bin überzeugt. Okay, bis gleich.
Ja, Wetter hätte können ein paar Grad wärmer sein, aber es hat wenigstens nicht geregnet. Und jetzt sind wir auf dem Weg nach Meißen. Gedacht, wenn wir schon mal hier in der Nähe sind, schauen wir mal, wir waren Sonntagabend schon nach Meißen zum Essen. War das am Sonntag? Ja, war Sonntagabend. Aber nur im Dunkeln gesehen, da war auch Volksfest, da war viel zu viel Trubel. Aber das Städtchen scheint auch ganz schön zu sein, deshalb gibt es jetzt noch ein paar Eindrücke von Meißen. Ein Blick über Meißen. Wir haben gerade das Gefühl, wir sind die Einzigen, die hier in Meißen unterwegs sind. Das ist Ausgangssperre heute. Außer den Meißen. Außer den Meißen. So, ihr Lieben, ja, das war der kleine Ausflug heute nach Dresden und nach Meißen. Wir sind jetzt nochmal zurück. Ich habe mich jetzt hier mal zurückgezogen in unserer Ferienwohnung. Markus und Rudi, die sind jetzt noch mit Aufnahmen beschäftigt. Es war schon spät, ich glaube, es ist schon 9:30. Ich werde jetzt noch ein bisschen was am Computer arbeiten. Und ja, ich denke, morgen werde ich dann mit Rudi zusammen mal ein Video aufnehmen, wo es ja nochmal so um eine Übung geht, auch an verborgene Glaubenssätze ranzukommen. Er hat mir heute Mittag erzählt, dass er da noch so eine ganz besondere Übung in petto hat. Und ich denke, die werden wir dann morgen auf dem Video mal festhalten. Also, sei gespannt. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit noch. Und danke für euer Dabeisein. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, die Irmgard.